Heute sprechen wir über das Thema Photovoltaik in Asien. Speziell geht es heute darum, wie wir unsere Photovoltaikanlage hier auf den Philippinen dimensioniert haben, wie hoch die Anschaffungs- und Montagekosten waren, welche Ersparnis wir haben und wie schnell sich unsere Anlage amortisiert. Ob wir noch Stromrechnungen haben und darüber hinaus berichten wir auch, was unsere Anlage tatsächlich so leistet, was wir am liebsten auch schon vor dem Kauf gewusst hätten und wie zufrieden wir jetzt nach fast 2 Jahren Nutzung sind. Zudem zeigen wir dir, wie die Installation von so einer Photovoltaikanlage hier auf den Philippinen ablaufen kann. Und das alles gleich hier im Video. So traumhaft die Philippinen auch sind, aber es gibt ein Thema, das definitiv nicht zufriedenstellend ist, nämlich eine sehr unzuverlässige Stromversorgung. Stromausfälle sind auf den Philippinen allgegenwärtig, insbesondere in der philippinischen Provinz, wo wir leben. Meist kommen die Ausfälle im unpassendsten Zeitpunkt und es wird gefühlt immer schlimmer. In den letzten Monaten gab es auf unserer Insel aufgrund fehlendem Regen, extremer Dürre und somit Komplettausfall des Wasserkraftwerks täglich mehrfach Stromausfälle, meist über 12 Stunden am Stück. Wir sind davon zum Glück nicht betroffen, da wir uns bereits beim Bau unseres Hauses für die Installation von Solar entschieden haben. Das war wahrscheinlich mit einer der besten Investitionen, wenn nicht sogar die beste. Denn wer schon mal bei brütender Hitze ohne Ventilator oder Aircon versucht hat zu schlafen oder sich Gedanken machen muss, ob seine gekühlten Waren eventuell verderben und das regelmäßig, der weiß, wovon wir sprechen. Von Lebensqualität. Strom ist für uns essentiell und deshalb die Solaranlage ein absolutes Must-have, zumindest für uns. Also wenn man seine Anlage gut plant, dann ist die hier bei den vielen Sonnenstunden, die wir hier auf den Philippinen haben, in kürzester Zeit abbezahlt. Bei uns liegt die Amortisationszeit bei unglaublichen 4,5 Jahren. Und das schauen wir uns gleich auch nochmal im Detail an. Die richtige Dimensionierung von der Anlage, also von der Photovoltaikanlage, die ist hierbei enorm wichtig. Ja, und was heißt jetzt richtig dimensionieren? Also man muss halt eine geeignete Kombination von Solarpanels, Speicher und Wechselrichter einfach wählen, abgestimmt auf sein eigenes Stromnutzungsverhalten, auf seinen eigenen Strombedarf und auch auf sein angestrebtes Ziel, also was will ich eigentlich mit der Anlage erreichen. Das heißt, man sollte sie nicht überdimensionieren. Überdimensionieren macht nur dann Sinn, wenn man die Möglichkeit hat, auch Netmetering zu betreiben, sprich den Strom an den Netzbetreiber zu verkaufen, was aber hier bei uns nicht möglich ist und zumindest noch nicht. Und man sollte sie aber auch nicht zu stark unterdimensionieren, weil man sonst langfristig einfach keine Freude damit hat und sie dann nicht ordnungsgemäß betrieben werden kann. Unsere Anlage besteht aus 10 Paneele à 450 Watt, sprich 4500 Watt, einem 5 Kilowatt Hybrid-Solarwechselrichter von Daye, 2 Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien mit jeweils 100 Ampere. Die Anlage hat uns im Jahr 2022 336.000 philippinische Peso, sprich 5600 Euro gekostet. Hier siehst du die einzelnen Posten im Detail. Mittlerweile bekommt man für einen ähnlichen Preis bereits noch größere Paneele. Gängig sind im Moment die 550 Watt Panels. Mit unserer Solaranlage produzieren wir durchschnittlich 580 Kilowatt pro Monat. Wir verbrauchen circa tatsächlich 600 Kilowatt pro Monat. Sodass wir ungefähr 20 Kilowatt vom Stromanbieter zukaufen und eine Stromrechnung von ca. 200 Pesos, also weniger als 4 Euro haben.
Ohne unsere Photovoltaikanlage lägen wir bei einer Stromrechnung in Höhe von ca. 6.600 Pesos, also 110 Euro. Tendenz natürlich steigend, weil auch hier die Strompreise immer höher werden. Und das ergibt somit eine monatliche Ersparnis von rund 106 Euro. Teilt man jetzt die Anschaffungskosten durch die monatliche Ersparnis, dann kommen wir auf eine Amortisationsdauer von 53 Monaten. Also unglaubliche 4,5 Jahre. Nach der Zeit ist die Anlage quasi bezahlt. Und darüber hinaus, was man nicht unterschätzen darf, ist natürlich, dass wir halt keinerlei Stromausfälle mehr haben und auch keinen nervigen Generator brauchen. Damit du ein Gefühl dafür bekommst, was mit unserer Anlage alles betrieben wird, hier eine Auflistung unserer großen Verbraucher. Darüber hinaus werden natürlich auch alle anderen Geräte betrieben, wie zum Beispiel zweimal Wasserpumpen, zwei Kühlgefrierschränke, ein TV, Lichter, Ventilatoren, sämtliche Elektrogeräte für Haushalt und Küche, Elektrowerkzeug und so weiter. Also einfach wirklich alles. Natürlich können wir nicht alle Geräte gleichzeitig betreiben, denn hier kommt jetzt ein ganz, ganz wichtiger Knackpunkt, den man bei der Planung seiner Photovoltaikanlage auch unbedingt berücksichtigen sollte. Vereinfacht gesagt funktioniert unser Wechselrichter in unserem Fall quasi wie ein Trichter. Das heißt, mit dem 5 Kilowatt Wechselrichter können wir auch maximal 5 Kilowatt gleichzeitig betreiben. Egal, ob die Energie von den Solarpanels oder aus dem Speicher oder vom Stromanbieter kommt. Also das läuft alles über diese eine Engstelle, den Wechselrichter. Und hätten wir das vorab gewusst, dann wäre unsere Wahl sicherlich auf eine Nummer größer auf den 8 Kilowatt Wechselrichter gefallen. Soweit uns bekannt, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dass man das Ganze anders anschließen kann, um diese Engstelle zu umgehen. Allerdings ist es halt hier bei uns aufgrund der zahlreichen und nicht nur kurzen, sondern langanhaltenden Stromausfälle einfach so, dass wir tatsächlich alles über den Wechselrichter laufen lassen müssen und dann diese Engstelle haben. Mit ein paar kleinen Tricks konnten wir unsere Anlage allerdings so optimieren, dass wir auch mit unserem 5 Kilowatt Wechselrichter wunderbar zurechtkommen. Und zwar schauen wir halt, dass wir immer nur einen großen Verbraucher laufen lassen, also nicht mehr wie ein Verbraucher parallel. Und in unsere Wasserpumpen haben wir sogenannte Softstarts eingebaut. Einen Link dazu findest du auch in der Videobeschreibung. Damit reduzieren wir quasi den Anlaufstrom. Unsere Dimensionierung von den Solarpanels und vom Speicher, also den zwei Batterien mit jeweils 100 Ampere, die ist für unseren Stromkonsum optimal gewählt. Minimal unterdimensioniert, sodass wir einfach das Maximale aus der Anlage rausholen, ohne große Verluste. Weil, wie ich es vorher auch schon erwähnt habe, bei uns auf der Insel ist ja das Netmetering, also der überschüssige Verkauf an den Stromanbieter, nicht möglich. Bei der Wahl des Speichers ist es aus unserer Sicht auch wirklich enorm wichtig, dass man sogenannte Life-Pro4-Batterien, auf Deutsch heißt es glaube ich Lithium-Phosphat-Batterien, verwendet, weil das einfach der beste Speicher ist, den man nutzen kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass auf den Philippinen Warmwasser meist mit Durchlauferhitzer generiert wird. Und die Geräte, die sind wirklich wahre Gegner von Photovoltaikanlagen, weil sie mit einem Verbrauch von 3,5 bis 8 Kilowatt einfach eine sehr, sehr hohe Kilowattleistung haben. Das heißt jetzt nicht, dass man das gar nicht mit Photovoltaikanlagen betreiben kann, aber man müsste halt bei der Wahl seines Wechselrichters das unbedingt berücksichtigen. Entgegen von der weit verbreiteten Variante haben wir uns bei der Warmwasserversorgung ebenfalls für die Solarvariante entschieden, womit wir auch sehr, sehr zufrieden sind. Schreibt uns einfach mal in die Kommentare, ob wir auch zum Thema Wassersolar ein Video machen sollen, ob das für euch interessant sein könnte. Die Montage und Installation kann man, wenn man sich auskennt, selbst übernehmen, wie in unserem Fall. Wer sich das nicht selbst zutraut, kann natürlich auch eine Firma damit beauftragen.
hier haben wir sehr gute Erfahrungen mit der Firma Franz Elektrik gemacht, über welche wir unter anderem unsere Anlage bezogen haben. Kürzlich waren wir dabei, als die Firma eine Anlageninstallation bei Freunden auf Sibuyan gemacht hat. So, wir machen uns jetzt mal auf den Weg und schauen, wie so eine Solaranlage installiert wird hier. Hier siehst du, wie eine Solaranlage innerhalb weniger Stunden montiert und installiert wird. Hello, good morning. My name is Jordan Rex Alubay, the owner of Franz Electric. Die Entscheidung für eine Solaranlage ist schnell getroffen, die Montage sehr schnell erledigt. Am wichtigsten ist jedoch eine gute Planung, damit man mit der Anlage auch lange Freude hat. Überlegungen, die hierbei unbedingt einfließen sollten, sind zum Beispiel: Wie viel Kilowatt verbrauchen wir im Monat? Wie sieht's mit der Ausrichtung aus und dem Dach, also dem Platz auf dem Dach? Wie ist mein Stromnutzungsverhalten tagsüber, wenn Sonne da ist? Und wie viel Kapazität muss über die Batterien abgedeckt werden? Kann man gegebenenfalls Netmetering betreiben? Was möchte ich eigentlich erreichen mit der Anlage? Also will ich keine Stromausfälle mehr haben? Oder will ich nur die Rechnung drücken? Oder will ich vielleicht sogar komplett autark sein? Müssen oder sollen alle Geräte über die Solaranlage laufen? Wie groß sind meine Verbraucher? Welchen Spitzenwert an Stromverbrauch muss mein Wechselrichter abdecken? Und brauche ich vielleicht einen Softstart zur Reduzierung von hohem Anlaufstrom? Das sind alles so Überlegungen, die unbedingt vor der Anschaffung mit einfließen sollten. Now we are installing solar panels here in Sibuyan Island, Romblon. And the capacity of solar power system is 12 kilowatt hybrid solar power system. We use also 2x10.24 kilowatt hour LiPePOR battery. Now, I am encouraging everyone here to put an even small solar setup. If you choose our solar power system, you will be secured in terms of power. In these times, there are so much brownout in the areas, even in Metro Manila. So if you choose solar power, you will secure your power at home, and also you can save money for monthly billings. Ob sich die Anlage lohnt? Oh ja, ein ganz klares Ja, definitiv. Wir betreiben unsere Anlage jetzt bereits seit knapp 2 Jahren und sind wirklich super zufrieden. Wenn auch du mit dem Gedanke spielst, hier auf den Philippinen eine Photovoltaikanlage zu installieren, dann kontaktiere uns gerne. Dann helfen wir dir bei der Kontaktaufnahme mit der Solarfirma, damit auch du ein passendes Angebot findest. Danke fürs Angucken an der Stelle und wenn dir unser Video gefallen hat, weitergeholfen hat, dann freuen wir uns über deinen Like und abonniere auch gern unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Weitere spannende Videos, die findest du bereits hier in unserer Playlist.